Ja, so hallo. Herzlich willkommen zum neuen Video. Endlich mal wieder, kann man sagen. 1. Mai haben wir heute. Schönes Wetter. Wir hatten jetzt ein paar Tage richtig kalt und Regen. Die Bienen sind kaum geflogen. Der Raps blüht seit knapp einer Woche, so plus minus, ne? Und wegen meinem Umbau muss man immer so einen Kompromiss finden, ne? Wie intensiv bin ich bei den Bienen? Wie schnell treibt man den Umbau voran? Also Umbau, vielleicht gehen wir da nachher noch kurz vorbei. Bienen ist es so, dass ihr seht es ja hinter mir, die haben zum Teil noch keine Honigräume. Brauchen die auch noch nicht. Die sind einfach noch nicht so weit, ne? Also die sind jetzt gerade an der Grenze. Die haben alle so 6 Waben Brut, ist ja der Dant. Und an dem Bienenstand wird es dann jetzt so sein, dass es bringt ja wieder kaltes Wetter, dass ich entweder morgen oder ja die nächsten 2, 3 Tage bringe ich hier die Honigräume drauf. Vom Eintrag ist es auch momentan so, ich habe ja da hinten eine Stockwaage stehen. Es waren so 4 Kilo plus, 3 Kilo plus. Die sind jetzt über die kalten Tage im Prinzip wieder weg. So ist es, ne? Also ich werde jetzt parallel auch die nächsten Tage mal mit meinen Königinnen anfangen. Aber wie gesagt, es ist einfach so ein bisschen durch dieses kalte Wetter hat es ein bisschen gestockt. Und ich habe Bienenstände, die ein bisschen wärmer überwintert haben oder wärmer stehen. Da muss man sagen, da sind sie schon wirklich gut dabei mit Honig. Aber wie gesagt, an dem, wo wir hier immer sind, ist noch nicht so arg viel los. Ja, also die Obstschwarmblüte, die ist ja vorbei. Schwarmkontrolle braucht man natürlich auch noch keine machen. Also hier nicht. Wie gesagt, ich habe Bienenstände direkt am Rapsanschluss. Da habe ich jetzt mal stichprobenartig nachgeschaut, aber da bin ich eigentlich auch noch nicht so weit, dass ich sage, da muss ich jetzt voll einsteigen. Das wird sich jetzt ändern. Nach dem Wochenende, also in 3, 4 Tagen, soll es ja dann wieder wärmer werden. Da wird sich das sicher ändern. Ja, wie gesagt, vereinzelte Bienenvölker haben jetzt hier den Honigraum schon seit einer Woche. Hier war einfach bei mir die zeitliche Überlegung. Ne? Klar, in normalen Jahren, wo ich ein bisschen intensiver an den Bienen arbeite, da hätte ich die jetzt alle in der Volksstärke ausgeglichen. Das heißt, ich hätte von diesen Stärkenvölker Brutwaben umgehängt in die schwächere, dass die alle relativ homogen sind. In Anbetracht der Tatsache, dass ich ja wie gesagt nebenher gerade den Umbau mache, habe ich hier einfach bei den starken Bienenvölkern schon mal den Honigraum draufgeklopft. Und dann habe ich hier noch ein paar markiert. Mit Gras, das sind im Prinzip die nächsten Starken, wo unbedingt einen Honigraum brauchen. Und der Rest hat, wie gesagt, noch ein paar Tage Zeit. Ja, ich zeige euch auch mal was Schlechtes. Also, auch ich überwinter nicht alle Bienenvölker arg toll. Ne, ich glaube, hier ist es. Ne, also, man muss sagen, wir wollen ja alle ehrlich miteinander sein. Und ja, das ist jetzt ein Bienenvolk, das kommt 1. Mai, sieht so aus. Ne? Gefällt uns natürlich alle nicht. Wird in der Frühtracht jetzt auf jeden Fall kein Honig bringen. Ihr habt es gesehen, ihr habt vielleicht Tropfen sehen. Hab denen ein bisschen Futter gegeben, weil die nach jetzt diesen kalten Tagen natürlich leer sind, ne, in dieser Schwäche. Da habe ich hier komischerweise 3 Stück nebeneinander stehen, aber das sind auch die einzigsten Ausreißer hier. Das waren jetzt 3 oder 4 Waben. Ne? Lasst mich mal da noch mal schauen. Ja, im Prinzip sagen wir mal 3 Waben. Lasse ich so, mache ich nichts. Also jetzt noch nichts, da warte ich noch 2, 3 Wochen, wie sich die entwickeln. Ob die vielleicht noch mal in die Gänge kommen. Und wenn nicht, ich brauche auch ein bisschen schwächere Völker, weil ich bei einem Projekt welche aufstelle zum Zeigen. Ne, ich habe ja auch bei uns sind ja auch die Führungen.
Aber da habe ich schon welche stehen und dann habe ich nochmal woanders, wo ich die aufstelle, bei der Remstal-Gartenschau. Und da brauche ich ja nicht die Bombenvölker oder da will ich die nicht haben, weil wenn man so eine Führung macht, dann sollen die Leute ja auch eine Chance haben, die Königin zu finden. Und das finden in so einem super starken Volk ja viel schwieriger. Deshalb lasse ich das alles so, bin da total entspannt, auch wie sich dieses Jahr angeht. Habe jetzt gestern Abend ein paar Bienenvölker auch gefahren, weil ihr seht es ja, die Obstbaumblüte ist vorbei. Und ich habe jetzt einen Standort, der keinen Rapsanschluss hat. Da habe ich die gestern Abend dann jetzt noch an den Platz gefahren, wo Raps einfach ist oder wo Rapsanschluss besteht. Da blühen auch noch die Apfelbäume, also so dass das ein schöner Honig gibt. Ja, allgemein muss man sagen, bei uns hier in der Region ist die Apfelblüte jetzt nicht so üppig ausgefallen. Also ich meine, es war ja auch zu erwarten nach dem letzten Jahr, wo es ja richtig geblüht hat. Es gab dieses Jahr wirklich weniger Blüten. Ich weiß es jetzt noch nicht, ob wir dieses Jahr, wie das rausläuft vom Honig dann. Wie gesagt, diese Standorte, ich habe auch Standorte mit rein Blütenhonige. Einen habe ich jetzt ja, wie gesagt, aufgelöst in den Raps, weil die relativ leer waren. Und ja, und dann die anderen muss ich mal noch schauen, wie das dann die Tage aussieht. Ja, ich meine, sowas hier, ne? Auch wieder ein Beispiel aus der Praxis. Was hat der Imker gemacht? Flugloch ist zu klein, muss ich noch austauschen, kommt nachher ein richtiger Flugloch rein, ist noch vom, habe ich übersehen, vom Überwintern. Dann war hier oben der Fütterer nach hinten versetzt, das heißt, die Bienen haben sich natürlich ein passendes Flugloch gesucht. Das ist jetzt oben, jetzt habe ich gerade vorher reingeschaut, habe das Flugloch verstellt, das muss ich noch klar machen. In der Regel mache ich das einfach so, dass ich den Deckel wieder ein bisschen zurückschiebe, mache unten ein richtiges Flugloch rein. Und dann über die nächsten kalten Tage schiebe ich den einfach wieder richtig hin und dann passt das alles. Ja, das ist eigentlich so momentan Stand der Dinge. Es ist zwar schon der 1. Mai, aber das waren so die Aufgaben jetzt eigentlich im April. Wahrscheinlich nächste Woche oder auch Ende dieser Woche, muss ich mal schauen, geht es dann wirklich los Richtung Schwäbische Alb. Vorher kommt dann noch der erste Honig runter. Wie gesagt, der Blütenhonig. Ja, das wird doch alles ein bisschen sportlich. Wie war, also mich würde mal interessieren, weil ich habe jetzt telefoniert viel und vor allem in Norddeutschland soll es unheimlich viel Blütenhonig gegeben haben, hat mir eine erzählt. Würde mich mal interessieren, also wenn dem so wäre, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten wünsche ich euch für dieses Jahr viel Spaß, volle Honigtöpfe. Und wir sehen uns hoffentlich dann auch öfters. Also da haben jetzt halt die Vorteile, die es abonniert haben, die bekommen ja eine Nachricht, wenn ein neues Video kommt. Aber wie gesagt, wir sind jetzt beim Umbau eigentlich in den Endzügen. Ich hoffe wirklich, dass ich die Woche fertig werde. Die Räume stehen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was mit dem Wasser machen. Und ja, dann läuft das alles. Passend zur Schwarmzeit, Hochzeit. Wie geplant ist dann das alles erledigt. Ja gut, also ich wünsche euch was und wir sehen uns und ich schaue mir jetzt noch meinen Bienenstand an. Dann lege ich mich noch ein bisschen hin, weil wie ihr euch vorstellen könnt, die letzten Nächte, die waren etwas kurz. Ne? Also, bis dann, macht's gut, tschüss, ade.